Hallo ihr Lieben, ich sitze hier wieder in unserem Dachgeschoss mit meinen ganzen Pflegesachen, die sich so in den letzten vielen Jahren angesammelt haben. Es gibt bereits einen ersten Teil dieser Aufräumserie. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, da gibt es ein paar Erklärungen, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass sich einfach so wahnsinnig viel angesammelt hat. Ich werde jetzt durch die Sachen einmal durchgehen. Ich werde wegschmeißen, was einfach schlecht geworden ist, was man nicht mehr weitergeben kann. Ich werde für mich aussortieren, Sachen, die ich einfach noch weitergeben möchte und natürlich auch Sachen, die ich behalten werde. Also ja, schauen wir einfach mal. Ich habe hier vor mir direkt eine kleine Box, da habe ich so ein paar Sachen reingetan und zwar geht es hier direkt weiter mit Tuchmasken. Ich habe im letzten Video so unfassbar viele Tuchmasken gefunden, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass ich sie noch habe. Die werde ich alle nach und nach jetzt aufbrauchen. Ich bin da jetzt sehr fleißig, nehme die auch alle mit runter, komme in meinen Badschrank und dann ja, kann ich auf jeden Fall am Wochenende immer solch eine Maske oder auch zwei verwenden. Genau, die kommen auf diesen Haufen. Dann habe ich hier diese Augenbrauenrasierer. Die benutze ich immer mal wieder für kleine Härchen rund um die Augenbrauen. Und ja, ich denke mal, die nehme ich auch mit runter, damit ich da schnelleren Zugriff drauf habe. Dann habe ich hier ein paar Sachen aus so alten Beautyboxen von Sotheby's. Was ist das? Ein Bodyserum und das müsste auch eine Bodycreme sein. Sowas werde ich behalten. Dann habe ich hier noch eine Flüssigkeit, ein flüssiges Serum, Vitamin C Serum mit Hyaluronsäure. Da schaue ich mal, was das für eine Konsistenz hat, ob das alles noch so... Es ist noch voll, das habe ich, glaube ich, mal einmal ausprobiert oder sowas. Das passt eigentlich ganz gut zu diesen Unreinheiten. Also Vitamin C ist ja gut, vor allem so gegen Pickelmale und sowas. Das werde ich behalten. Also ich gucke mir natürlich alles nochmal richtig gut vorher an, bevor ich es benutze und teste das alles nochmal nach Geruch und Konsistenz. Aber das werde ich jetzt in diesem Video nicht machen. Hier geht es jetzt hauptsächlich wirklich ums Aufräumen. Ich habe hier eine Augencreme. Ich habe hier ein Hair and Body Shampoo for Men. Das werde ich mal Jan mit nach unten nehmen. Dann habe ich hier so eine kleine Nivea Creme Dose. Das ist alles noch komplett versiegelt und verschlossen. Nochmal von der Marke Sotheby's zwei Cremes. Einmal ein Peeling und einmal eine Gesichtscreme. Die Gesichtscreme behalte ich. Peeling kommt weg. Bei Peelings bin ich einfach mittlerweile sehr vorsichtig. Also bei Gesichtspeelings, weil das meine Haut teilweise sehr, sehr stark reizt. Und das ist sowieso schon schwierig aktuell, deswegen möchte ich da nicht einfach irgendwas ins Gesicht klatschen. Dann habe ich hier noch so ein Haaröl von Langhaarmädchen. Sowas benutze ich tatsächlich gar nicht, deswegen werde ich das weitergeben. Dann habe ich hier so eine alte Douglas-Box. Wer von euch kennt diese Box noch? Da sind drin, solche Duftmelts von Yankee Candle. Die werde ich mit nach unten nehmen, zu meinen Duftkerzen tun. Dann ist hier eine Packung mit 5 verschiedenen Masken drin. Genau, packe ich zu den Masken dazu. Das hier sind so Sticks mit Öl, so zum Ölziehen. Die sind allerdings jetzt wirklich schon älter. Die würde ich jetzt in den Müll tun. Was ich nicht alles aufgehoben habe, hier Interdentalbürsten, die werden mir nie im Leben passen. Ich habe so enge Zahnzwischenräume, ich benutze tatsächlich immer diese Silikondinger und davon auch die kleinste Größe. Also, tja, was mache ich damit? Ich habe keine Ahnung. Ich tue sie weg. Und dann habe ich hier noch so uralte White Stripes, also die kommen auch weg. Zwischendrin habe ich hier immer noch verschiedene Nagellacke. Das werde ich ein anderes Mal durchgehen. Also hier noch so Pflegelacke. Ich benutze das eigentlich alles gar nicht mehr. Ich habe wieder Gelnägel drauf. Ich lackiere mir maximal die Fußnägel und dafür brauche ich keine 397.000 Nagellacke.
Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Hier geht es jetzt erstmal hauptsächlich um Pflegeprodukte. Dann habe ich hier noch so eine Toolkiste mit so einer kleinen Haarbürste mit so Silikon. Die fühlt sich an. Also nie benutzt, aber man merkt, dass die alt ist. Dann habe ich hier so eine alte Augenbrauen- und Wimpernfarbe. Ich glaube, auch da würde ich jetzt kein Vertrauen mehr reinsetzen. Zwei Pinzetten. Ich gucke mal, von welcher Marke. Ist das irgendwas Hochwertiges? Ich glaube nicht. Kommt alles weg. Was soll's. Hier ist so ein Mini-Sachet. Das kommt auch weg. Lipsmacker habe ich mir mal gekauft. In so verschiedenen Softdrink-Varianten. Sind alle noch unbenutzt. Die riechen auch noch gut. Oh, Cola. Also die werde ich behalten. Uralte Desinfektionstücher, die sind wohl ausgetrocknet mittlerweile. Da habe ich hier verschiedene leere Boxen. Dann drehe ich euch jetzt mal um, damit ihr nochmal eine andere Kameraeinstellung habt. Ich habe hier einmal noch Nagellacke. Dann habe ich hier eine Kiste. Was ist da drin? Skin & Co. Cleansing Oil. Das hat sich schon ganz verbeult hier. Nee. Das kommt vorsichtshalber weg. Von Kiko ein Face Scrub. Das werde ich weitergeben. Micellenwasser. Cleanser. Okay, die lasse ich jetzt alle da drin. Ist es noch irgendetwas, was komisch aussieht? So jetzt auf den ersten Blick nicht. Deswegen werde ich das jetzt erstmal behalten. Wie gesagt, ich gucke mir das alles nochmal an, wenn es wirklich dran ist, das zu benutzen. Und ich glaube, sonst ist hier nur noch Nagellack drin. Ja. Diese ganzen Sachen hier, die sind eigentlich schon wirklich ganz gut sortiert. Shampoos, Haarspray, Duschgel, Bodylotion, also da muss ich jetzt nicht aufräumen. Das nehme ich mir nach und nach, wenn ich was brauche. Ich kann hier höchstens nochmal durchgehen bei Sachen, die ich einfach wirklich nicht mehr benutzen würde, so wie verschiedene Öle oder sowas. Ja, hier zum Beispiel so ein Haaröl, da können sich andere Leute drüber freuen. Oder so ein Haarturban. Ach was. Was haben wir hier unten? Ich glaube auch Shampoos und sowas, ne? Ja. Das werde ich nach und nach aufbrauchen. Solche festen Shampoos allerdings, ich kenne mich. Oh, ich werde die wahrscheinlich nie im Leben benutzen, solange ich sowas hier liegen habe. Das Haarspray hole ich hier mal raus. Das ist nur noch eins. Das stelle ich nach oben. Ja, die festen Shampoos werde ich weitergeben. Alles andere nach und nach aufbrauchen. Hier ist mir noch eine Lippenpflege entgegengekommen. Die ist noch komplett verpackt. Die gebe ich weiter. Oh, das Ding, das erinnert mich an eine richtig schlimme Zeit. Wir hatten mal vor Jahren Lebensmittelmotten im Haus. Oh mein Gott, kennt ihr das? Das ist das Schlimmste, was einem im Haus passieren könnte. Sind wir zum Glück losgeworden. Hier, ach je, hier sind auch noch Haarprodukte. Da kann ich auf jeden Fall was aussortieren, weil das benutze ich eigentlich wirklich kaum. Also ich bin in Sachen Haarpflege wirklich so ein Typ Shampoo, Conditioner und das reicht. Vielleicht noch eine Sprühkur. Öle, nein, die werde ich alle aussortieren. Haarerfrischer ist sowieso fast leer, es kommt mal ganz weg. Haarzauberöl. Mann, was könnte ich schöne Haare haben. Ah, so eine Pflegekur, so eine Sprühkur, das behalte ich. Gerade die Gliss-Kur-Dinger, die mochte ich immer ganz gerne. Das ist auch sowas. Styling Milk. Aha. Will ich nochmal behalten. Aber hier wieder ein Öl. Kommt weg. Ah, so ein Salzspray. Hier auch. Nein, nein. Das sieht nicht aus. Das kommt ganz weg, ist fast leer.
Auch so ein Salzspray. Und ein Zuckerspray. Auch das werde ich nicht benutzen. UV-Schutzspray, das klingt vielleicht noch ganz gut. Glättungsbalm, der ist allerdings auch uralt, den tue ich mal weg. Sprühkur, Chemspaß, Volume Boost, na sowas könnte vielleicht noch was sein. Das ist auch wieder so ein Öl. Das ist fast leer, kommt weg. Das ist auch ein Öl. Jetzt hat hier noch so ein Salzspray. Meine Güte. Also das habe ich mir nicht alles selber gekauft, Leute. Noch ein Salzspray. Volume Mist. Ja, okay. Den Rest werde ich behalten. Guck mal, passt jetzt alles in eine kleine Box rein. Habe ich wieder ein bisschen Platz geschaffen. Dann habe ich hier noch so eine kleine verstopfte Box mit so zwei Essensleerpaletten, für die es gar keinen Lidschatten mehr gibt. Also kann ich die auch nicht mehr gebrauchen. Uralter Nagellackentferner kommt weg. Überlack kommt zu den Nagellacken. Taschentücher. Was ist das hier? Eine Augencreme. Die werde ich nochmal behalten. Nagellack-Schnelltrockner-Spray. Das wird auch uralt sein und kommt weg. Das ist ein Toner. Was ist das? Eine Glasfeile. Oh, die werde ich meiner Tante schenken. Die benutzt gerne Glasfeilen. Dann ist hier noch eine Powerbank. Hier ist noch ein unbenutztes Face Trio. Hier noch Schmuck. Die sind sowieso halb kaputt. Das kommt alles mal weg. Ich filme euch hier noch mal kurz rein, damit ihr noch mal die Ausmaße seht. Also Leute, sammelt bitte nie so viel an wie ich. Holt euch nicht 10.000 verschiedene Abos von Beautyboxen und so weiter. Ja, wie gesagt, die Sachen gehe ich durch, wenn sie dran sind. Guck sie mir ganz genau an und entscheide dann, ob ich sie noch benutzen kann oder nicht. Das hier sieht mir nicht mehr so vertrauenserweckend aus. Das werde ich direkt mal wegtun. Ich habe jetzt hier noch so eine Box. Das sind Sachen, die ich erst vor kurzem tatsächlich von unten nach oben getragen habe, um sie hier dann einzusortieren. Das hier ist einmal eine Bodylotion, Handcreme, Duschzuckerpeeling, Papierpudersachen, Face-Seren. Das werde ich alles ganz in Ruhe dann einsortieren. Und hier, also das sind alles Sachen, von denen ich nichts wegtun werde, weil sie, wie gesagt, erst kurz seit kurzem hier oben herumstehen. Es sind Sachen, die ich mir so in den letzten Jahren gekauft habe, beziehungsweise bekommen habe. Seifen, die ich natürlich regelmäßig benutze, Deo-Sprays, Toner, Shampoo. Hier ist noch was drin. Das ist nochmal so eine Box, die ich mal zugeschickt bekommen habe. Hier mit so einer Peeling-Bürste, die werde ich mal aussortieren. Ich weiß, dass ich sowas einfach nicht benutze. Augencreme. Das ist ein UV-Haarspray. Gesichtsserum. Ja, also wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich definitiv noch verwenden würde, die ich einfach nur aufräumen muss und richtig wegsortieren muss. Dann wäre ich tatsächlich für jetzt, für dieses Video durch. Alle Schachteln, die jetzt mir gerade unbekannten Inhalt hatten, wo ich nicht mehr wusste, was drin ist, die habe ich jetzt aussortiert bzw. entmüllt. Jetzt heißt es nur noch richtig aufräumen. Aber ein halber Müllsack ist voll geworden. Zwei Kisten mit Sachen, die ich aussortieren, spenden werde, weitergeben werde. Ja, ich würde sagen, für den Anfang ist es gar nicht schlecht. Okay, dann beende ich das Video jetzt für euch hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es war wieder ein Einblick für euch, der euch interessiert hat, der euch nicht zu sehr schockiert hat.
Ja, lasst mir gerne einen Kommentar unter dem Video da und dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Reinklicken und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.